Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich wurde in einem Twitch-Stream gefragt, ob ich nicht einfach mal alle meine OBS-Einstellungen zeigen kann. Und das werde ich in diesem Video tun. Werde allerdings nicht alles extrem weitläufig erklären. Wenn ihr noch ein Video zu einem speziellen Thema haben wollt, was ich hier anspreche, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich dazu auch nochmal ein Video. Aber jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Zuerst müsst ihr hier unten auf Einstellungen gehen. Allgemein könnt ihr einfach alles so lassen, da habe ich nichts geändert und da wollte ich auch nichts ändern. Kommen wir zum Reiter Stream. Also zuallererst müsst ihr hier eure Plattform auswählen, auf der ihr streamen wollt. Server am besten auf automatisch lassen oder wenn ihr mit irgendeinem Server Probleme habt, könnt ihr die Server einfach wechseln. Streamschlüssel, ihr müsst einfach euren Streamschlüssel einfügen, den bekommt ihr halt entweder bei Twitch bei euren Kontoeinstellungen oder halt bei YouTube in euren Stream-Dashboard. So, kommen wir aber zum eigentlich Interessanten und so zur Ausgabe. Und zwar hier müsst ihr dann erstmal auf Erweitert stellen, auf Einfach sieht der Scheiß so aus. Auf Erweitert sieht das Ganze dann so aus. Dort habe ich den Encoder NVIDIA H264 Neo ausgewählt, weil einfach meine Grafikkarte stärker ist als mein Prozessor. Wenn euer Prozessor stärker ist als eure Grafikkarte, könnt ihr auch gerne den Prozessor auswählen, aber ich würde immer den hier empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Als Qualitätsregulierung habe ich einfach CBR ausgewählt, einfach weil ich damit die besten Resultate erzielt habe. Könnt ihr auch gerne mal anders probieren, aber wie gesagt, ich nutze CBR. Als Bitrate zum Stream nutze ich 5000, 4500 sind empfohlen, aber ich finde 5000 sieht einfach besser aus und meine Leitung schafft das halt einfach. Ihr könntet theoretisch gesehen auch 6000 und 8000 einstellen, müsst nur aufpassen, bei Twitch ist es so, dass ihr eine Regulierung drin habt, dann müsst ihr einfach draufdrücken, ignorieren, also hier, ne? Ihr müsst einfach hier einstellen, ignorieren, dann könnt ihr auch Full HD zum Beispiel mit 8000 Kilobit streamen. So, den Keyframe mittlerweile habe ich auf 2 gestellt, ganz einfach, weil Twitch es einfach vorschreibt. Twitch sagt das einfach auf 2 und Profile auf Main. Dementsprechend wollte ich da wenig umspielen. Ich habe es einfach so eingestellt, wie Twitch das möchte. Gut ist, bei den Voreinstellungen müsst ihr einfach einstellen, wie hoch die Qualität sein soll. Bei maximaler Qualität setzt OBS alles daran, so viel Qualität wie möglich aus eurem Bild rauszuholen. Jedoch zieht das auch gewaltig an Leistung. Dementsprechend bin ich auf Qualität gegangen. Wenn euer PC nicht so viel Leistung hat, könnt ihr hier einfach runtergehen und einfach Leistung einsparen. Aufnahme habe ich prinzipiell das gleiche gemacht, da habe ich einfach MPEG 4 ausgewählt, Audiospur 1 bis 4, warum, das erkläre ich nochmal später. Bei Aufnahme habe ich jedoch 60.000 Kilobits eingestellt, einfach weil das das Maximale ist, was du da einstellen kannst. Naja, ich will das Maximale in meinen Aufnahmen haben. So, bei Audio habe ich einfach 320 Kilobits eingestellt, einfach weil es sich deutlich besser anhört. Ja. So, kommen wir zum Audio-Reiter. Also mit der Sample Rate könnt ihr hier 44,1 kHz oder 48 kHz einstellen. Hier kommt es darauf an, was euer Mikrofon unterstützt. Wenn ihr rausfinden wollt, wie das geht, müsst ihr einfach hier unten auf Lautsprecher gehen, dann auf Sounds. Und dann müsst ihr hier einfach auf Aufnahme gehen. Hier zum Beispiel seht ihr mein Mikrofon. Wenn ihr dann hier auf Eigenschaften geht, auf Erweitert, seht ihr hier, mit welcher Kilohertz-Anzahl das aufnimmt. Bei mir in dem Fall jetzt 48 kHz. Jedenfalls müsst ihr das, was hier steht, da auch einstellen. Kommen wir zum Reiter Video. Hier oben auf Basis-Leinwand müsst ihr einstellen, welche Auflösung euer Bildschirm hat. Bei mir wäre es halt 2560 x 1440 Pixel. Hier müsst ihr einstellen, welche Auflösung ihr aufnehmen bzw. streamen wollt. Da ich vorrangig streame und nun ja Twitch leider dumme Regulierungen hat, streame ich halt mit 720p. Dementsprechend habe ich 720p hier auch eingestellt. Hier auf Skalierungsfilter. Ja, das ist einfach nur nochmal eine Möglichkeit, eure Qualität zu steigern. Ihr könnt theoretisch gesehen hier runtergehen. Umso weiter ihr runtergeht, umso weniger Leistung frisst OBS, jedoch umso schlechter ist die Qualität halt. Dementsprechend habe ich das auf 36 gestellt, das ist die höchste Qualität, aber euer Rechner muss halt auch dementsprechend Leistung haben. So, FPS ist halt klar, habe ich auf 60 FPS gestellt, weil ich spiele halt Shooter zum Beispiel und da brauchst du einfach viel FPS. Wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ein Kartenspiel spielt oder so, könnt ihr auch einfach mit 30 FPS streamen, das spielt dann auch keine Rolle, aber ich brauche halt 60 FPS. Jetzt stellt sich natürlich erstmal die große Frage, bevor wir jetzt damit eingehen, wie man jetzt genau Chats oder so ähnliches erstellt, beziehungsweise wie man einfach Sachen aufnimmt. Erstmal die Frage, was muss ich zuerst machen? Also zuerst müsst ihr erstmal eine Szene erstellen. Dafür drückt ihr hier unten auf das Plus, dann seht ihr hier zum Beispiel jetzt in meinem Falle Szene 2, da drückt ihr einfach auf OK. Da wird eine neue Szene erstellt und dann könnt ihr hier einfach alles einfügen, was ihr wollt. Zum Beispiel halt eine Audioausgabe. Ne, könnt ihr hinzufügen, wird ein neuer Layer hinzugefügt oder ihr stellt eine Fensteraufnahme ein und nimmt ein bestimmtes Fenster auf, zum Beispiel jetzt einfach mein Browser-Tab, der einfach ausgewählt wurde und ähnliches. So, und jetzt gehen wir erstmal darauf ein, was es alles für Möglichkeiten gibt, dort einzustellen.
Hier oben ist meine Webcam. Nicht wundern, dass jetzt Please Start Irion Webcam steht. Ich nutze ein Programm dafür, dass ich einfach mein Handy als Webcam benutzen kann. Falls ihr ein Video dazu haben wollt, wie das geht, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich auch gerne noch ein Video dazu. So. Jedenfalls habe ich dann halt noch hier den Twitch-Chat und die Alerts eingestellt. Das könnt ihr einfach auf x-beliebiger Seite machen, zum Beispiel Tipi-Stream oder halt auch Streamlabs. Dort könnt ihr einfach euer Alert, Chat und Box oder was auch immer einfach einstellen. Und dann müsst ihr hier einfach nur noch auf Browserquelle gehen. Könnt ihr umbenennen und dann müsst ihr hier einfach nur die URL eingeben und hier die Größe. Ja? Und dann könnt ihr einfach ganz einfach ja, euren Alert da einfügen. Wenn ihr wissen wollt, wie man Alerts erstellt, könnt ihr wie gesagt das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen. Wenn ihr jetzt ein Spiel hinzufügen wollt, müsst ihr einfach nur auf Hinzufügen drücken. Dann könnt ihr hier auf Spieleraufnahme gehen. Dann drückt ihr auf OK, dann hier auf bestimmtes Fenster fassen. Und hier müsst ihr dann quasi einfach nur auswählen, welches Fenster ihr fassen wollt. Bei mir wäre das gerade Streamlabs OBS, mit dem ich das Video gerade aufnehme. Und halt mein Mailprogramm, warum auch immer ich das auswählen kann. Jedenfalls, wenn ihr das auswählen würdet, würde das Spiel dann im Hintergrund gefunden werden, dann halt immer aufgenommen werden. Und es würde nicht dazu kommen, dass irgendwie der ganze Bildschirm oder so aufgenommen wird, sondern wirklich nur, wenn dieses Spiel gestartet ist quasi. Was wäre jetzt zum Beispiel, wie bei mir zum Beispiel, dass hier ein neuer Audio-Layer dazu muss. Bei mir wäre das das hier. Da müsst ihr einfach nur auf Audio-Eingabe oder halt Audio-Ausgabe-Aufnahme gehen. Audio-Eingabe ist da, das wäre jetzt zum Beispiel mein Mikrofon, was ihr hier seht, Mikrofon aus Audio. Und eine Ausgabeaufnahme wäre quasi einfach was von eurem PC. Das wäre halt bei mir jetzt, ja, das ist ein bisschen länger. Hier seht ihr zum Beispiel einfach mein Bildschirm. Oder halt auch generell, zum Beispiel mein Mikrofon hat auch einen Lautsprecherausgang. So, bei mir sieht das wahrscheinlich deutlich voll aus als bei mir. Oder zum Beispiel von meinem Razer Chat und Game. Weil mit meinem Razer Headset kann ich das quasi trennen. Also zum Beispiel Mini, der auf Discord redet und das Spiel kann ich halt einfach trennen. Und ja, also so könnt ihr dann das einfach ganz leicht hinzufügen. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz alles hier durch, was hier steht, um es kurz zu erklären, was genau das ist. Auch wenn es eigentlich selbsterklärend ist. Bild bedeutet einfach nur, dass ihr ein Bild aufnehmen könnt. Bildschirmaufnahme bedeutet einfach, dass ihr euren ganzen Bildschirm aufnimmt, was ich jetzt zum Beispiel Streams mache, dass ihr einfach alles seht. Browserquellen sind halt dafür da, zum Beispiel einen Chat einzustellen oder ähnliches. Oder zum Beispiel gibt es auch eine Webcam-App, womit ihr über den Browser quasi streamen, dann könnt ihr auch das dort einstellen. Hero-Show sind einfach mehrere Bilder, die hintereinander abgespielt werden. Dann eine Fensteraufnahme ist, dann einfach ein bestimmtes Fenster aufzunehmen, also das ist jetzt kein Spiel. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Spiel auf Vollbild stellt, würde es nicht gehen. Also Fensteraufnahmen sind zum Beispiel einfach Browser-Tabs oder ähnliches, dafür könnt ihr das nutzen. Medienquellen sind sowas wie Videos. Dann der Text ist klar, es sind einfach Textaufnahmen und Videoaufnahmegeräte sind dann zum Beispiel sowas wie eine Elgato oder halt auch eine Webcam oder ähnliches. Das wird dann halt als Videoaufnahmegerät gezählt. Wenn ihr meine Streams oder Videos guckt, seht ihr öfters diesen Übergang hier. Ja? Den kann man hier drüben einstellen, zum Beispiel Szenenübergang. Da müsst ihr hier einfach hinzufügen. Ne? Ich habe ja jetzt einen Stinger. So, Stinger ist übrigens ganz wichtig. Wenn ihr also so einen Übergang haben wollt, wo jetzt nicht irgendwie so ein schwarzer Balken oder so ist, müsst ihr halt das Ding auswählen. Dann gebt ihr eure Videodatei an. Dementsprechend ist das bei mir Cut Live und dann halt hier, wie das heißt. Hinterfragt es nicht. Ich habe das einfach irgendwann mal erstellt. Ihr müsst jedoch hier hinten, also ihr müsst eine Datei verwenden, die auch diesen Alpha-Key besitzt. Bei mir wäre es halt zum Beispiel WebM, was ich nutze, aber ich glaube Apple hat auch noch ein Datenformat, was das unterstützt. Da weiß ich aber gerade nicht den Namen davon. Jedenfalls braucht ihr halt so eine Datei, die so einen Alpha-Key hat, wie zum Beispiel so eine PNG-Datei einfach. Und dann müsst ihr die einfach hier einfügen. Später müsst ihr halt gucken, beim Übergangszeitpunkt müsst ihr da ungefähr 1000 einstellen. Man kommt halt auf die Datei an, ich habe 1000 eingestellt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel 0 einstelle und auf OK drücke und jetzt seht ihr, wenn ich jetzt hier wechsle, seht ihr dann gleich geht's los. Bevor die Animation überhaupt startet, hat sich der Hintergrund schon verändert. Das sorgt quasi einfach dazu, dass sich verzögert das Bild ändert. Ja, und jetzt sieht das deutlich besser aus. Jetzt läuft die Animation erstmal durch und du siehst dann quasi den Hintergrund nicht mehr. Und zwar habe ich ja gesagt, ich nehme Spur 1 bis 4 auf. So sieht das bei mir aus, und zwar auf Spur 1, ja. Da kommen da quasi alle Sounds von mir, also wirklich alles, dementsprechend auch später zum Beispiel Game und Sound, also hier wie ihr seht. Dann auf Spur 2 kommt halt nur mein Mikrofon, auf 3 kommt dann halt dementsprechend Game und die Startanimation einfach nur. Und hier würde rein theoretisch gesehen noch der Spieler kommen, ja.
Jedoch habe ich in der Startlayer habe ich die gar nicht drin. Also man würde jetzt zum Beispiel, wenn Mini mit mir labert, ihn gar nicht hören. Dann gehen wir nochmal zu den Filtern. So, hier habe ich ein paar Filter ein. Einmal ein Kompressor. Der Kompressor sorgt dafür zum Beispiel, wenn ich ziemlich laut werde, dass ich hier nicht übersteuere. Und wenn ich leise spreche, dass ich nicht zu leise werde, dass ihr mich nicht hört. Das ist quasi einfach nur die Funktion davon. Ausgabeverstärkung habe ich einfach hier drin gemacht, einfach damit ich ein bisschen lauter bin. Das könnt ihr auch rein theoretisch sehen, einfach so, auch unabhängig vom Kompressor machen. Ihr müsst einfach hier unten auf Verstärkung gehen, da könnt ihr euch einfach nochmal lauter machen, über diesen Pegel hier hinaus. Dann habe ich eine Rauschunterdrückung drin, habe ich einfach RR Noise, ja, gute Qualität, mehr CPU-Auslastung. Einfach nur, weil ich weniger Rauschen drin haben möchte, also dieses Grundrauschen vom Mikrofon soll halt weg. Und dann halt noch Noise Gate. Das ist halt einfach dafür da, dass man die Tastatur zum Beispiel im Stream nicht hört. Ihr könnt euch einfach die Einstellungen hier so kopieren, jedoch müsst ihr halt dann auch noch ein bisschen rumprobieren mit den Reglern hier oben. Dann müsst ihr halt mal gucken, wann man einfach eure Tastatur nicht mehr hört. Müsst ihr hier einfach einstellen, ihr müsst ihr einfach rumprobieren. Bei mir war es minus 32 und hier oben minus 38 Dezibel. Hat ein Weilchen gedauert. Ihr müsst halt immer mal gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel, ihr kloppt einfach auf eure Tastatur. Also nicht wirklich drauf kloppen, ihr drückt einfach auf eure Tastatur und guckt dann immer, wann das ausschlägt, ohne dass ihr redet. Ja? So, dann haben wir auch meine Audio-Einstellung abgeschlossen.